Was gefällt dir denn nicht? So alles schön hier. For the age of aggression is just about. Oh mein Gott, das ist ein Trauger. So viel zu dem Thema. Oh, da ist ja noch einer. Nein, das lasse ich mir nicht an. Au! Der war aber knapp. Was gibt's denn hier? Knochen, der winziger Seelenstein. Armselig. So eine arme Seele. Altes Nordschwert. Das sieht ja stark aus. Das nehme ich mal mit. Lasst mich mal angucken, ob ich das ausrüsten kann. Ist das ein Einhandschwert? Ja. Ach, klasse. Sieht ja schick aus. Oh, Moment, lieber Herr Drauger. Entschuldigen Sie bitte, aber ich müsste Ihre Leiche mit ein wenig Ballast bestimmt. Ja. Dabei inzwischen wieder. Aber meine Traglast ist noch nicht am Limit, dann geht das ja noch. Die Viecher stehen einfach auf. Gut, dass ich nicht alleine bin. Oh Gott. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum der Drauger im Poppes noch ein bisschen Gold hatte, aber ich nehme gerne alles, was der Drauger so bei sich hat. Sei denn, er steht auf. Sollte das der Fall sein, dann schlage ich ihn wieder ins Grab. Hat doch auch mehr davon, wenn er wieder im Grab liegt. Gold und Knochenmehl. Oh, schöne Axt. Aber ich möchte gerne mit dem Schwert kämpfen und nicht mit der Axt. Oh nein, dieser unauffällige Stein am Boden und diese Tür mit Stacheln, die zuschlingt und mich wahrscheinlich umbringt. Lalala. Lalala. Der sieht so aus, als würde er aufstehen. Hallo. Tut er nicht. Aber gleich. Wetten. Ja, natürlich. Jetzt stehen sie auf. Du bist schon Flambé, bevor du überhaupt zu mir kommst. Ja, aua, ich wusste doch, der steht auf. Fendal, Fendal, kannst du auch mal irgendwas... Au, au, au. Toll, den letzten Schuss. Ja, natürlich, warum krieg... Oh, das ist eine Draugerfrau gewesen. Oh, das hat auch ein altes Nordschwert. Habe ich schon, brauche ich nicht. Pfeile könnte ich immer gerne mal mitnehmen. Gold. Und dann ist das noch ein Drauger von euch ein bisschen Gold parat. Ja, natürlich. Aber der da drüben sah so aus, als würde er auch aufstehen. Oder hast du mit dem gekämpft? Der sieht doch definitiv so aus, als würde er aufstehen. Tut aber nicht. Komischer. Komischer, komischer, komischer Drauger. Und wie kommen wir hier durch? Oh Mann. Schwimmen? Schwimmen? Ne, da will ich gar nicht durchlaufen. Geschafft. Fendal! Na, Fendal, schaffst du es? Fendal stirbt. Fendal kriecht da irgendwie. Ich jetzt immer alleine weiter. Hallo, Drauger! Drauger? Hallo, wie hast du das denn da durch? Du bist mir ein Rätsel. Du bist mir ein Rätsel, hallo lieber Drauger, komm her. Ich schlag dich mit meinem Schwert in zwei. Dadadadam. Oh, hallo Drauger. Komm her. Komm her, Draugi, Draugi, Draugi. Ja, lauf da durch. Lauf da durch. Idiot. Oder kommen noch mehr? Habe ich die aufgeweckt? Mal das Gold nehmen. Hi! Wow, das ist schon wieder Massenparty hier. Ich brenne die einfach ab. Ich aua! Das ist brav. Mann. Gut, dass ich nicht allein hier lang reingegangen bin. Echt mal. Echt mal, ey. Sind die von hier drüben gekommen? Tatsache. Die stehen einfach so aus den Wänden auf. Das ist aber ungesund. Man soll doch schlafen, wenn man tot ist. Wow, toll. Noch mehr von der Sorte. Oh yeah, da brenne du blöder. Au, au, au. Was das? Okay. Oh, eine Truhe. Und Gold. Fendal. Fendal. Och Mann, ey, was nützt du mir, wenn du immer erst 3 Meter weiter wegkommst?
Alter, nur zwei Händer brauche ich nicht, auch wenn er bestimmt viel Schaden macht. Hoffentlich fällt mir jetzt nicht die Decke auf den Kopf. Oh mein Gott, da kann man auch noch oben lang. Cool. Dann gehen wir mal durch den unauffälligen Gang hier direkt an der Seite. Und hier durch. Schimmerpilze. Cool, ich hätte eher Schimmelpilze hier erwartet, aber keine Schimmerpilze. Wer weiß, was man damit alles Tolles machen kann. Sie leuchten im Dunkeln. Alles pflücken, alles meins, alles meins, 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 meins. Das Brühe blättert hier oben runter. Was haben wir hier? Truhe zum Beispiel. Goldrolle des Feuers, Zaubertrank der Kleinen, Alter. Und hier geht es bitte wo? Draugerpüppchen! Oh, die kommen jetzt da oben lang, ne? Dann warten wir mal. La la la, ich hab Zeit. Ich warte, bis du zu mir... Ja, geh vor. Ist gut, ich kümmere mich dann da drum, die... Ich werde euch in Stücke... Jetzt geht es sie abzuflammieren und nicht dich. Hallo. Du hast den Stücke gerissen. Du bist ein ganzer Kerl, Junge. Oh, Schimmerpilze. Meins. Auf so eklige Geräusche zu machen, wenn du läufst. Ach, das bin ja ich. Da kommt jetzt noch so ein Draugerpüppi. Au. Entschuldigung. War schon so. Geht's denn jetzt lang? Müssen wir da hin? Also ich will immer nach da. Entschuldigung. War schon so. Oh, hier ist eine Schatztruhe. Oh, hier landet alles, was tot ist. Super. Schlüssel aufschließen. Das war sehr schwierig zu knacken. Muss ich schon zu einer kleinen Rolle des Schutzkreuzes. Jede Menge Schutzrollen, das finde ich gut. Dann wieder hoch. Fendal, kannst du mir folgen? Komm. Fendal, komm. Bitte, so brav. Da, da, da. La, 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 la. Age of aggression, it's just about done. We'll drive over the stone clocks and restore what we are. Mann, ist das ein großes Grab. Sag mal, wie weit geht's dann noch? Ich will langsam nach Hause. Ach, ich hab gar kein Zuhause, so Mist. Toll, der Drauger ist schon wach. Hallo, ein ruheloser Drauger. Sind die Dinger härter neben Tat? Oh, Entschuldigung, Fan. Oh. Das tut ja richtig weh. Wow! Wirbelklingenangriff. Mann, da will noch mal einer sagen, ich wäre jetzt hier nicht drauf. Sind die ruhelosen Dinger irgendwie härter nehmen als die anderen? Ich weiß es nicht. Oh, schon wieder eine Truhe. Oh, das ging diesmal nicht so leicht. Stufe Lehrling. Och, Mann, oh. Komm schon, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Goldschwaches Gift. Ach, guck mal, wir haben bald einen Stufenaufstieg. Noch einen Drauger kloppen und dann hat sich das. Ich möchte aber gerne wieder Feuer. Moment. Das kann ich ja auch auf meine Favoriten packen, ne? Drücke im Q das Favoritenmenü, da kannst du die Gegenstände sofort auswählen. Oder absorbiere Magika von feindlichen Zaubern. Falls wir irgendwelchen Zauberern begegnen sollten, wäre das nicht schlecht. Objekte. Und damit wir dann nicht jedes Mal unseren Schild hier im Menü ausrichten müssen, können wir den auch mal zu den Favoriten hinzufügen. Und den Langbogen und die Eisenpfeile ebenfalls. Wie ist denn das mit dem Favoritenmenü? Barrage Shield, Weapons, Configurations, was ist das denn? Das ist der Schild? Aha. Okay, dann tue ich jetzt mal wieder hier Flammen hin. Um den Crypt Left und den Crypt Right. Fire Magic. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, aber wir werden jetzt sehen. Okay, dann machen wir mal die Tür auf und gehen ein Stückchen tiefer in die Finsternis. Oh, wow. Wow, schick. Sowas hätte ich gern zu Hause. Hammer sieht das aus. Hammerklasse. Oh Gott. Schon wieder sowas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das gefällt mir nicht. Nee. Schwing!
Wow, das war knapp. Oh, Heilige. Hallöchen, Popöchen, lieber Drauger. Och, jetzt rauf, da rennen wir doch nicht mal ins Feuer. Neue Stufe. Ausgezeichnet. Ich möchte da auch gerne weiter meine Ausdauer verbessern, ja. Können wir hier schon irgendwas lernen? Was wir brauchen? Wir brauchen da 20 Punkte für. Dann warten wir da noch mit der Feuermagie. Ey, wer schießt denn da oben Pfeile? Komm hier runter, komm ins Feuer, komm, sei ein braver Drauger. Sei ein ganz ein braver Drauger. Brenn. Fendal, lauf da nicht rein. Fendal, lauf wirklich nicht, das ist... Da ist aber noch ein Böser. Was hast du dabei, Junge? Gold und Knochenmehl, der Zahl ist romantisches Knochenmehl. Ich weiß, dass du da bist. Ich hab dich gesehen. Stirb! Ja, mein Zweihänder. Mein Einhänder bringt's auch. Ich brauche keinen Zweihänder. Ich nehme mal die Pfeile mit, auch wenn ich ja meinen Bogen bis jetzt noch nie benutzt habe. Was ich mal hätte machen können, aber dann mir die Gegner ja sowieso mal ins Gesicht laufen. Müssen wir aufpassen. Feuer. Oh, wir müssen hier eh oben lang. Gut. Ach, ich hätte hier oben, wenn hier mehr Gegner gewesen wären, diese Dinger zerschießen können und dann wären dann Flammen auf dem Boden gewesen. Interessant, interessant. Hier muss man ja richtig taktisch vorgehen. Oh, noch eine Tür. Okay. Das ist... Oh ja, genau, da kommt die Klaue rein. Ich erinnere mich. Was war das? War erst Bär, Motte, dann Eule. Nee, das geht ja nicht. Ich muss ja erst das da drehen. Ja, so war das. Jetzt brauche ich eine Motte. Nein, eine Motte. Ich kenne eine Motte. Motte. Dankeschön. Und das da unten ist, glaube ich, eine Eule. Das haben sie genau gemacht, dass man jedes zweimal drehen muss, damit es auch möglichst lange dauert. Ja, ja, das hat sich jemand verdreht. Ich weiß das. Ich glaube, die Klaue behalte ich. Ich bringe die nicht zurück. Ich finde die viel zu schick. Oder ich klaue sie ihm. Dann weiß ich, dann hat er Kopfgeld auf mich zu bekommen. Ich habe übrigens Blut am Körper. Das ist sehr sexy. Kann ich nicht auch einen Heilzauber? Moment, ich wollte ja mit Kuh arbeiten, nicht wahr? Ach, mir geht's ja eigentlich ganz gut. Dann brauche ich das nicht mehr. So. Fledermäuse. Ist da jemand drin, der aufsteht, wenn man näher rangeht? Hallo, Skelett? Nein. Okay, es ist leer. Die eventuell. Psst. Nicht die Ruhe der Toten stören. Wow, noch mehr Fledermäuse. Wow, was ist das hier? Du meine Güte. Schau sich das mal einer an. Danke für deinen Kommentar. Wow, du meine Güte. Schau sich das mal einer an. Das. Wort der Macht gelernt. Kraft. Unerbitterliche Macht. Abgeschlossen. Jetzt muss ich die Klaue zu Lucan bringen. Okay. Geht klar. Oh, was ist das denn? Oh, das ist ein dickerer Drauger-Fürst. Halt, Moment, ich wollte mit Feuer arbeiten, weil dann level ich ja besser auf. Hast du gerade Rodar gesagt? Das hat wehgetan. Magi, kein, ist mir egal, ich bin gerade mit ihm fertig. Fendal, ist alles in Ordnung mit dir? Geht's dir gut? Fendal? Geht's dir gut? Oh Mann, Fendal, das war knapp. Der hätte dich fast erwischt. Warum hast du mich das denn nicht machen lassen? Oh, ein Drachenstein, den nehme ich mit. Goldknochenmehl. Alter Nordzweihänder der Kälte. Den nehme ich einfach mal mit, weil er cool aussieht. Was haben wir denn hier noch? Schwaches Gift der Zornung. Pretty Soul Game. Hier war sonst nichts drin. Dann schauen wir mal hier rein. Behende Eisenrüstung der Gesundheit. Die nehme ich. Gold. Selbstgranatring. Vielleicht können wir irgendein paar Sachen hier lassen, die ich dann nicht mehr brauche. Na, ich lasse mal die alten Nordpfeile da. Ja. Und nehme mal lieber. Ich behalte die Eisenpfeile. Sollte ich mein altes Nordschwert wegschmeißen und vielleicht eine Zeit lang mit dem Zweihänder durch die Gegend laufen? Wenn der Zieler leidet 5 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Den behalte ich mal. Das trage ich auch, aber dann kann ich den hier mal ablegen. Und ziehe einmal das hier an. Wie sieht das aus?
Wie sehe ich aus? Ja, das sieht doch, das ist doch eine edle Rüstung. Ausgezeichnet. Nicht mehr ganz so erotisch, aber es kann ja nicht immer alles knapp bekleidet sein. Kommen wir hier wieder raus, Fendal? Hast du eine Ahnung? Warst du hier überhaupt schon mal, Fendal? Komm schon. Nicht trödeln. Nicht trödeln, Fendal. Oh, bitte, mach, was du willst. Aber ich gehe nicht nochmal zurück, um dich herauszuholen, Junge. Wenn du bei den Draugern bleiben willst, dann bleib bei den Draugern. Stechen. Aktivieren Griff. Oh, eine geheime Wand aus Steinen. Fall mir nicht auf den Kopf, fall mir nicht auf den Kopf. Okay. Mhm. Gut, dass hier bei Lampen sind, sonst würde ich ja nichts sehen. Ach, guck hier an, hier ist... Hier ist irgendein Grab. Und eine Truhe. Wo hier überall Truhen rumliegen, ne? Die Axt sieht toll aus. Achso, ich muss ja ein Schwert auch ausrüsten. Richtig. Darf ich nicht vergessen. Farbe hinzufügen. Ausrüsten. Wow. Sieht toll aus. Oh. Hier hat jemand den toten Blumen gebracht. Danke, 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 danke. Wirklich, danke. Das hätte nicht sein müssen. Das ist toll. La la, la la la. Arkai ist der Gott der Begräbnisse und Begräbnisriten. Seine Priester rotten Untote und Totenbeschwörung aus. Oh, das ist ja das beste Wetter, was ich mir wünschen kann. Tollster Spawnpoint ever. Und es ist Nacht. Im Dunkeln bin ich ja besonders gerne unterwegs. Fender, bist du bei mir? Fender, wie kommt man jetzt hier wieder runter? Gott, ist das dunkel. Ich habe nicht zufällig eine Fackel dabei. Moment, Moment. Wir rüsten. Ich habe doch eine Fackel bekommen. Torch auf der einen Seite aus. Und Flammen dann auf der Seite. So. Ups. Weiß nicht. Aua. Ups. We'll bring to you. The days coming, come. Oh Gott. Wo sind wir denn hier? Ja. Hier sind wir. Und wo ist das Flusswald? Boah, wir sind ewig weit weg und da waren die Wächtersteine. Ja, wir können schnell nach Flusswald reisen. Das weiß ich nicht. Ich möchte gern laufen. Also, wir werden zwar noch viel laufen in dem Spiel, aber... Ja, wir werden viel laufen in dem Spiel. Lasst uns mal schnell reisen. Das ist albern. Silver weapons are especially effective against ghosts, undeath and werewolves. Oh, amazing. Da möchte ich gerne Silbersachen haben, wegen Untoten, Draugern und so. Cool, mit einer Fackel kann man auch einfach so rumlaufen. Ist die auch irgendwann leer? Guten Abend, Gerdur. So, es ist ziemlich dunkel. Ich glaube, ich möchte warten, bis es Tag ist. Nom, 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 nom. 10 Stunden sollten reichen. Ah, heller wird es langsam bald gleich. Der Himmel bricht über uns und die Nacht. Und ja, dann können wir jetzt hier mal anhaben, weil jetzt kommt, fängt der Tag langsam an. Und dann können wir auch wieder unseren Zweihänder ausrüsten. Soll ich ihm echt die Klaue zurückgeben? Ich finde die cool. Ich würde sie am liebsten behalten. Naja, gut. Wir haben es ihm ja versprochen und wir kriegen ja auch wohl hoffentlich ein bisschen Geld dafür. Guten Abend, guten Abend, guten Morgen, meine ich. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Oh, Lucan Valerius. Lass nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Du wirst dich wundern, aber ich hab die goldene Klaue. Ihr habt sie gefunden? Ja. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Witzig. Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Aha, das will ich wohl meinen. Danke. Wow, 400 Gold. Ich glaube dir jetzt. Nee. So, kann ich bei dir irgendwas Tolles kaufen, was ich brauche? Vielen Dank, dass ihr euch um... Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Seel zeigt ihn. Das ist vielleicht ein ganz nützlicher... Steigert den Rüstungswert 60 Sekunden lang um 40 Frost bis Gesundheit. Kreaturen und zum bis jenen ihrer Nähe an. Belebt einen schwachen Toten wieder. Ziemlich cool eigentlich. Ich kaufe das.
verkaufe das alles mal. Und dann lernen also wir das. Gut. Objekte, Bücher. Ja. Hua. Ja. Hua. Ja. Jupp. Yay. Dankeschön. Ach, du isst gerade. Ich dachte schon, was knuspert denn da? Oh, ein Kochtopf. Kann ich was kochen? Lukan, ich dachte, wir... gebratener Fasan. Und vielleicht einmal einen großen Ausverkauf abhalten. Ja. Die Preise halbieren, vielleicht ein paar Jongleure dazu holen. Wir könnten viele neue Kunden anlocken. Halbe Preise? Einen Ausverkauf, um neue Kunden anzulocken? Camilla, in Flusswald kauft da schon jeder hier ein. Es gibt keine neuen Kunden. Das ist ein Argument. Hm. Nun, vielleicht sie sollten will wir wohl auf unbedingt raus mit unseren Waren ein paar neue Kunden gewinnen. Liebe Schwester, das Ach so, haben wir doch schon Schwester, besprochen. Richtig. Wir verkaufen Gemischtwaren, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß. Mein Kopf steckt mal wieder in den Wolken. Vergesst einfach, dass ich etwas gesagt habe. Sie möchte wohl Abenteuer erleben, ha? Huh? Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Freut mich. Wollt ihr nicht mal mit Fandal ausgehen? Nehmen wir Fandal mit? Die ganze Strecke? Nein, den lassen wir hier. Ich bin direkt hinter euch. Ich möchte einige Dinge mit euch austauschen. Was hast du denn dabei? Hast du irgendwas gesammelt? Schüssel zu Fandals Haus? Brauche ich nicht. Jagdbogen, Huntingbau brauche ich auch nicht. Hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Geht klar. Ich möchte ihn nicht mitnehmen. So weit weg von seiner Liebsten. Da hat er doch gar keine Chance, sie um den Finger zu wickeln.